Hey, yo Leute, was geht ab? Am wieder am Start, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Craftmere. Wir spielen wieder Minecraft-Helden. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's nämlich sehr gut, Leute. Wir haben jetzt einige Sachen geklärt. Wir sind einigermaßen gut weit nach vorne gekommen. Ich habe gestern den ganzen Tag nur geangelt, Freunde. Ihr seht hier meine Angel. Ich sitze den ganzen Tag nur so. Ich mache gerade nichts anderes in Minecraft. Ich sitze so, warte ganz kurz, bis irgendwer mal hier anbeißt. Und ich brauche halt unbedingt mal Reparaturbücher, Leute. Wir brauchen Mending, damit wir unsere Rüstung und unser Schwert jedes Mal wieder reparieren können, dass ich mir da keine Kopfschmerzen machen muss. Und guck mal hier, und? Und yeah, ich habe wieder einen Fisch, Leute. Also ich habe ein bisschen geangelt gehabt. Ich habe auch wieder viel Müll hier, wie ihr sehen könnt. Und Leute, kommen wir haben hier ein Buch, Leute. Zu dem Buch kommen wir gleich, denn ich treffe mich heute mal mit Stu, meine Lieben. Um dem werde ich mal ein kleines Geschenk machen. Leute, Stu hat sich so krass eingesetzt, wenn es um mein Wife ging. Er hat noch versucht, ja mäßig Alphastein und Ente aufzuhalten, dem mäßigen Verbot zu geben, den zu entführen. Er kann nichts dafür, Leute. Aber um diese Freundschaft vielleicht auch ein bisschen zu festigen und weil die mir auch gestern so geholfen haben, Alphastein in die Finger zu kriegen, möchte ich mir gerne, ja, ich möchte einfach Danke sagen, Leute, ja. Ich weiß, es ist ein PvP-Projekt, aber ich finde, Ehre und Stolz sollte es trotzdem noch geben. Genauso wie ich mitbekommen habe, dieses 3 gegen 1. Und Banks wollte sich mit mir heute unterhalten, Leute. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Deswegen lasst gerne ein Like und ein dickes, dickes Abo da, Leute. Freut mich sehr, dass die Videos bei euch ankommen. Und wir werden hier auf Twitch weiterhin Vollgas geben, Leute. Und was ich oft in den Kommentaren gelesen habe, ist, Amir tritt den bei. Amir tritt Chaos Throne Banks bei. Amir tritt iCramix bei. Amir tritt den Königsbrügern bei. Amir, mach mit der Wife die Heldenkrieger? Leute, ihr wisst, Wife ist mein bester Freund in Minecraft und ja, eigentlich habe ich mit ihm immer was gegründet, Leute. Pimmelkrieger, Wasserkrieger, wir haben immer zusammengehalten, aber es ist ein PvP-Projekt, wo nur ein einziger gewinnen kann. Will Wife überhaupt irgendwas gründen? Ich denke mal, in der heutigen Folge werden wir das mal herausfinden, was jetzt die Zukunft von mir ist, Leute. Ihr wisst, ich werde immer zu Wife stehen, aber es ist immer noch ein Projekt, wo nur einer gewinnen kann. Ich glaube, das müssen wir uns auch irgendwo im Hinterkopf behalten, Leute. Auch besonders hier. Ente! Was machst du hier? Amir, ich spiel gerade Minecraft, wieso? Ah, wissen die anderen, dass du hier bist? Nein, bitte sag's den anderen nicht, die hassen mich gerade, bitte nicht! Mhm, Enter. So. Amir, bitte! Erstmal, dass du nicht weglaufen kannst hier. Ich hab dich jetzt gefangen, Enter, mit meiner Angel. Amir, bitte, was willst du von mir? Was willst du? Was willst du überhaupt noch hier? Ich suche gerade Versteck, ich hab niemanden mehr, ich bin alleine und einfach finde ich nicht mal auch, der soll nicht da. Ja, merkst du, was passiert, wenn du zu Alpha stehst? Immer alles geht schief. Wenn du Alpha hinterherläufst, immer das machst, was Alpha sagt. Alpha bringt dich immer nur ins Verderben. Der macht Ärger, haut ab und du musst es wieder ausbaden. Jedes Mal. Ja, und jetzt hab ich nur noch Feinde. Ich hab euch als Feinde, ich hab Shoots als Feinde. Jeder hasst mich. Ja, kannst du es uns denn bitte schon übel nehmen? Kannst du es mir, Wife und Rhiney übel nehmen? Was hast du da gemacht mit Wife die ganze Zeit? Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Das weiß ich auch. Ich habe mich schon bei Stu heute entschuldigt. Stein und so habe ich nur nicht gesehen, aber mit dem habe ich mich entschuldigt. Okay, bei Stu hast du entschuldigt. Ja, ich finde auch wichtig, dass Stu bei Stein entschuldigt, weil die hast du ja auch festgenommen im Gefängnis und wolltest ihn alle drei Leben wegholen, ne? Ach nee, warte. Ja, das war ja bei Wife. Ja, hast du schon mal daran gedacht, dass es auch vielleicht ein bisschen verdient ist? Ja, aber trotzdem, da kann mir doch auch bestimmt verzeihen, oder? Oh, Leute, das glaubt ihr? Warte mal, ich habe eine Idee. Weißt du was, Ente? Wife ist ein guter Mensch. Eventuell, wenn ihm irgendwas gibst, was weiß ich, vielleicht eine Info zu Alpha oder sonstiges, wird er dir vielleicht verzeihen. Oh, aber ich kann doch Alpha nicht einfach verraten oder so. Leute, ich habe eine sehr gute Idee. Okay, Ente, pass mal auf. Ente, du weißt, mein Herz ist rein. Eigentlich mag ich kein Beef und so. Ja. Ich kann dir ein Treffen mit der Wife arrangieren. Echt? Und dass du dich dann bei ihm entschuldigst. Das war lieb, Amir. Aber ich hoffe, du bist auch bereit, alles zu tun, um dass er deine Entschuldigung annimmt. Ich weiß nicht, wie krass sauer das ist, weil überleg mal, ich bin schon sauer auf dich und mich hast du noch gar nicht entführt. Ich weiß, Abi, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, was ich getan habe. Ja gut, Ente, ich will dir mal
ausnahmsweise mal glauben, okay? Ausnahmsweise. Und wenn du es wirklich schaffen solltest, dass der Wolf dir verzeiht, dann bin ich dir auch nicht mehr böse. Okay, Abi, ich danke dir. Aber eine Sache soll dir gewiss sein. Wenn du dich wieder mit Alphastein verbindest und uns in die Quere kommst, dann ist es vorbei. Dann werde ich dich nur als NPC im Projekt behandeln und dann deine drei Leben jagen. Okay, Abi, ich verstehe schon. Alles klar. Ente, ich melde mich bei dir. Tschüss. Leute, ich habe eine Idee. Weil so kriegen wir Ente alleine. Und jetzt ist nur die Frage, was will Awife mit ihm machen, Leute? Ich bin mit allem fein, ich sag's euch ehrlich. Wenn Awife den nur, dass er sich bei ihm entschuldigt, irgendeine Sache für den erledigt, gut. Wenn Awife Rache nehmen will, dann auch gut, Leute. Es ist immer noch ein PvP-Projekt und Ente ist jemand, wenn der ein Leben verliert, dann ist es halt so, Leute. Das interessiert mich auch nicht mehr. Oh, was ist das denn hier? Das ist diese... Ja, okay, Leute, wir machen der Wife mal ganz kurz die Schuhe, Leute. Außerdem will ich mich noch mit Sue treffen, Freunde. Wie gesagt, ich möchte mir gerne Danke sagen. Und während wir gerade hier dabei sind, mache ich der Wife gerade einmal diese Schuhe hier, dass er so hier Hopsasser machen kann, wisst ihr? Dieses Hopsasser ist echt geil, Leute. Guckt mal an hier, Leute. Guck mal, wie cool man damit so reisen kann. Zack, zack, zack. Aber Leute, du musst nur die richtigen Winkel hier. Und so, genau, im Ego-Perspektive richtigen Winkel machen, das ist gut. Okay, Leute, ich gehe jetzt erstmal zu unserer versteckten Base, werde der Wife das Geschenk ready machen. Dann let's go. Okay, Freunde, wir sind zurück in unserer Base. Wartet mal ganz kurz, ich brauche hier... Okay, ein paar Fäden habe ich geholt. Leute, diese Schuhe zu machen ist so einfach. Und zwar müssen wir nur so und so und so und so. Und dann haben wir diese Schuhe hier ready. Und guckt mal an, was kriegen wir hier? Haltbarkeit 3 ist wichtig. Kamelab ist dazu, Leute. So... Lapis, Lazui, Haltbarkeit 3, Feuerschutz 3. Die kriegen immer Feuerschutz 3, Leute. Aber irgendwie, das gefällt mir nicht, Leute. Ich glaube, wir müssen nochmal ganz kurz farmen, weil ich mir Wife unbedingt geile Schuhe mache. Die sollen so werden wie meine. Guck mal, Wasserläufer 3, Haltbarkeit 3. Ja, irgendwie immer Feuerschutz. Okay, wir warten kurz. So, wir machen uns ganz kurz die Level 30, Freunde. Wie ihr das sehen könnt, ne? Das ist, zack, wir sind Level 30. Jetzt muss ich nur die Schuhe von der Wife wieder kurz einmal abchecken. Wasserläufer 3 wäre geil, Leute. Feuerschutz 3. Mal ganz kurz wieder Fall 2 drauf. Dann haben wir das wieder clean machen können. So. Okay. Warte mal, ist da nicht irgendwo hier? Ja, hier ist da bis dazu die Blöcke noch. Sehr stark, Freunde. Sehr wichtig. Weil wir machen es ganz kurz das halbe Level hier voll. Guck mal, Leute, wie schnell das geht. Und jetzt nur ein bisschen hier ran. Geht ein bisschen näher ran. Und zack, wir sind wieder Level 30. Jetzt komm, jetzt bitte. Wasserläufer 3, sehr gut. Schutz 4! Haltbarkeit 3. Wenn wir noch 4 Fall 4 irgendwo kriegen würden, Freunde, wäre geisteskrank. So, wartet mal. Sag euch ehrlich, ich habe auch nicht mal einen Federfall. Leute. Hey, Wife, mein Bester. Die Schuhe sind für dich. So, Leute, das stellen wir mal ganz kurz dann hier hin. Ich muss noch ein Schild schnell machen. Okay, Freunde, hier ist doch die Base-Funktion so, deren Verzauberungswelt. Ich glaube, da finde ich die eher als in diesem Dorf da. Wir gucken mal ganz kurz, Leute. Das hier Königskrieger, da sind noch ganz viele Kühe von denen. Warte mal, ist das hier? Königskrieger-Eigentum, Leute, okay. Tick, tack, tick, tack. Wer reingeht, wird gejagt. Okay, da gehen wir. Hey, oh. Alter Freund, hey, oh mein geht? Gott, Alter. Junge, der? Alter. Was machst du denn hier? Ja, ich habe nach dir gesucht. Ja, ich habe noch ein paar Sachen gefarmt, bin hin und her gereist und habe dich gerade zufällig gesehen. Ich sah auch gerade so voll gut, dass ich meine Aufnahme noch lief. Sonst hätte ich das jetzt nicht aufgenommen, dass du hier bist. Ja, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jo. Digga, aber apropos, warum bist du hier? Ja, eigentlich wollte ich was mitklären, aber ich habe noch eine kurze Frage. Ich habe ja irgendwie mitbekommen, du wurdest angegriffen bisher? Ja, ich wurde tatsächlich von Rustic, Chaosflo und Banks angegriffen. Also ich kann vom Glück reden, dass die mein Leben nicht genommen haben. Ich kann mir auch vorstellen, warum die das nicht gemacht haben, weil die halt gesehen haben, ey, 3 gegen 1. Ich denke mal, die wollten halt nicht schlecht dastehen oder so. Deshalb haben die so realisiert und gesagt, ey, komm, den können wir jetzt nicht killen. Aber ich glaube, sonst wäre es ganz anders ausgefallen, aber... Ja, letztendlich habe ich 2 Dias weggeben müssen, aber ist halt so, ne?
Ich kann zwei von Glück reden, dass sie mein... Ja, ja, aber ich kann von Glück reden, dass sie mein Herz nicht weggenommen haben. Aber ich bin jetzt stärker wie je zuvor zurück. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt nur Eisenrüstung, die fast kaputt war. Aber jetzt bin ich full enchanted. Ja, gut, gut, gut. Ja, immerhin, dann sind wir... Ich glaube, das sind jetzt viele, weil wir sind... Ich bin's auch komplett. Geil, Hammer. Aber ja. Aber Stu, womit ich eigentlich reden wollte. Ich meine, wir haben uns ja... Worüber willst du reden, mein Freund? Wir haben uns ja gestern, sagen wir mal, zu einem... Ich weiß nicht, ob ungünstiger, günstiger Zeitpunkt getroffen, da, wo ihr Ente und Alfia-mäßig an die Wand gestellt habt, ne? Oh, das war so traurig. Eine Ente hat noch übelst geweint im Nachhinein, als du dann noch weg warst. Der Arm hat mir so leid getan. Mir hat er nicht so krass leid getan, weil er es richtig genossen hat, er weift da zu quälen und so. Aber... Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich ihm auch gesagt, ich meinte, ey, das, was du gemacht hast, geht gar nicht. Aber alles andere so, der hat mir schon echt leid getan. Ich glaube, guck mal, du musst dir vorstellen, Ente ist einfach so schnell manipulierbar. So ein Alpha-Stein kommt und sagt zu Ente, ey, Ente, wenn du das und das machst, dann musst du das machen oder ich werde dich töten oder sonst was, weißt du? Ich glaube, Alpha-Stein ist das Problem. Habe ich ihm aber auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, jedes Mal, wenn er zu Alpha-Stein hält, macht Alpha-Stein Ärger und Ente ist derjenige, der alles ausbaden muss immer. Absolut. Das ist schon immer so gewesen. Aber ich habe dann auch mitbekommen, Stu, dass du dich für Wife eingesetzt hast, dass du Alpha-Stein eine Ansage gemacht hast, dass er Wife nichts antun soll. Hä, natürlich. Also Wife schon die ganze Zeit von Anfang an habe ich auch gesagt, ey, wenn wir irgendwie Wife, also ich wusste halt, dass du mit Wife auf jeden Fall ein Bündnis haben wirst. Und ich dachte mir auch, ey, wenn wir auf jeden Fall uns irgendwann sehen, dann kann man vielleicht darüber reden, mal zusammen was zu machen. Und vor allem, ich weiß ja noch auf der YouTuber-Insel, so du und ich hatten vielleicht unsere Komplikationen ab und zu. Ja, aber du musst dir vorstellen, Vive kam ja dann nochmal zurück und hat mir all seine Items auf der YouTuber-Insel überlassen. Und das ist für mich so ein Grund, dass das. Da stehe ich ihm noch in der Schuld, so weißt du, so, ja. Ich muss auf jeden Fall was gut machen bei ihm. Ja, das ergibt Sinn, das ergibt Sinn. Aber Stu, du hast es schon ganz gut angesprochen. Du wolltest wieder was gut machen bei ihm. Und aus dem Grund, da du Vive helfen wolltest und eigentlich das ganze Übel, sagen wir so, stoppen wolltest, würde ich das auch gern wieder gut machen. Und zwar habe ich was Kleines für dich. Warum? Was soll das heißen? Warte mal, du hast ein Buch in der Hand und so wie ich dich kenne, wird das kein normales Buch oder irgendein Buch sein, was ich schon habe. Oder ich glaube nicht, dass du es hast. Weißt du was? Rate mal ein bisschen. Ich soll raten? Ja, okay. Also Amir ist auf jeden Fall jemand, so den schätze ich jetzt nicht so ein, der mir irgendwas Billiges bringt, weil du weißt genau, wie ich reinschwitze. Ich weiß auch, wie du reinschwitzt und vor allem auch, wie er Vive reinschwitzt. Deshalb, ihr würdet mir nichts geben, was ich noch gar nicht habe. Aber mir fallen gerade nur so Sachen ein wie Schärfe, also schon krassere Sachen, so Schärfe 5, vielleicht irgendwie Flamme oder vielleicht irgendwie, was gibt's noch Heftiges? Glück 3, Behutsamkeit, aber das habe ich schon alles. So die einzige Sache, oh mein Gott, du hast mir nicht ernsthaft ein Reparaturbuch mitgebracht. Bro, die kann man nur angeln. Warte, bevor du hast mir nicht ernsthaft ein Reparaturbuch gemacht. Chill, bevor ich weiß, selbst ich habe nicht mal ein Reparaturbuch. Aber es gibt etwas, ich würde sogar fast behaupten, keiner auf dieser Insel hat dieses Buch, was ich habe. Oh mein Gott. Okay, dann muss es irgendwas anderes, irgendwas auch krasses. Was ist genauso krass oder etwas krasser als die Sachen, die ich schon habe? Irgendwas, was ich noch nicht habe, ne? Ich sag mal so, das Buch, das ist die Verzauberung, da müssen Überschrift Ziu draufstehen. Nein, als ob das jetzt eine Anspielung ist auf das Item, was eigentlich mein Lieblings-Item ist. Keine Ahnung. Nein, Amir, oh mein Gott, warum bist du so ein Ehrenmann? Was hast du, also, was denkst du denn? Also wenn es wirklich das ist, was... Ich sage nur erstmal das Wort, okay? Okay. Hat es was mit einem Traumtag zu tun? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht, aber oh, da liegt das Buch auf einmal. Okay, wenn es wirklich Sog 3 ist, weil Treue juckt mich nicht. Treue 3, das habe ich schon so oft bekommen, aber Sog habe ich... Ich habe schon so viel verzaubert, Bro, aber Sog habe ich nicht bekommen. Ja, wenn Leute. Das wirklich jetzt Sog sein sollte... Es kann nur Sog oder Reparatur sein, aber weil du sagst, Reparatur hast du selber nicht, dann, Digga, es ist zu 100% Sog. Bezauberndes Buch. Sog 3. Oh mein Gott, Amir. Let's go! Warum bist du so ein Ehrenmann? Nein. Du hast versucht, der Wife zu helfen, weil ich nicht da war und dafür möchte ich mich bedanken. Nein, ich danke mich bei dir dafür, dass du mir dieses Item gegeben hast. Jetzt muss ich eigentlich eine Dreizack-Farm bauen. Und hör mal zu, wenn ich die dann gebaut habe, dann kriegst du und deine ganze Crew, mit denen du alle zusammenarbeitest, auch einen Dreizack, okay? Oh mein Gott, okay. Weißt du was, wenn du Hilfe beim Bauen brauchst, schreib mir. Wir können die dann zusammen bauen. Geil. Oh mein Gott, jetzt macht es wirklich sogar Sinn. Aber warte mal, Dreizack... Oh,
Vielleicht sollte man doch auch Angeln nehmen, weil ich glaube, wir sollten uns... Man muss angeln. Bro, ich sage dir, wir brauchen mindestens eine Reparatur. Einmal Reparatur brauchen wir und das muss man auf dem Dreizack dann machen. Ja, ey, man braucht so viel. Man braucht für Dreizack und für Dings. Aber sagen ich keinen Dreizack habe, benutze ich diese Schuhe gerade hier. Ja, aber Dreizack ist nochmal tausendmal krasser. Also Dreizack ist auch krass. Eigentlich, man braucht Reparatur und Zug drauf, 100%. Dank dir habe ich jetzt schon die halbe Miete, so weißt du. Boah. Geil. Let's go, Mann. Das freut mich. Theo, wie gesagt, ich wollte mich bedanken. Ich werde mich aber jetzt wieder auf den Weg machen zurück zu unserer Base. Okay, dann pass auf dich auf. Wenn was ist, schreib mir bitte sofort. Ey, wenn wieder von drei Leuten auf, wenn wieder drei Leute eins auf dich angehen, dann schreib mir, Bro. Alles klar, mach ich. Danke dir. Alles Gott. Sehr, sehr geil. Pass auf dich auf. Ja, Bro. Vielen, vielen Dank nochmal. Dankeschön. Ciao. Kein Problem. Ciao. Grüß die Jungs von mir, Evive und so. Ciao. Ja, grüß Jana von mir. Leute, wie geil. Die haben uns gesehen. Warte mal. Wer ist das? Uli. Hallo? Hallo? Easy. Achso, ich dachte schon. Oh, ich dachte, ihr wärt Alphastein gewesen. Warte mal, wer ist da noch weggelaufen? Ja, ich bin Alphastein. Da war keine andere. Ich bin Alphastein ohne Stimmverzerrer. Amir, ich dachte auch gerade, du bist Alphastein oder Ente. So. Digga, ich dachte. Amir, wie geht's? Lange nicht gesehen. Oh, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ich habe gehört, du hast eine Urlaubsinsel. Die ist wieder eingestampft worden. Nein, von wem? Von mir selber. Die ist auf der anderen Insel, wo wir gestartet sind. Ach, bist du umgezogen? Ja, ich bin umgezogen, Jen. Chaos. Okay. Wie läuft's mit dir? Zu wem stehst du aktuell? Bist du Wasserkrieger? Es gibt keine Wasserkrieger. Irgendwer hat es gesagt. Warum denken das die Leute? Nein, Wasserkrieger hat mit YouTuber Insel 2 aufgehört. Okay. Und du bist jetzt wo? Ich bin gerade nirgendwo. Ich bin halt mit der Wife unterwegs. Aber wir sind kein... das habe ich mitbekommen. Ah, ich dachte, ihr habt diesen Clan einfach neu gegründet, aber das wurde schon falsch gesagt. Nein. Flo hat ganz veraltete Infos. Ja, das ist klar. Ja, alright. Wir chillen nur. Das Buch ist falsch. Wir schenken easy mal einen Bogen, wir schenken easy mal Eisen und so. Das ist alles, was wir gerade machen. Okay. Ja. Das ist doch gut. Ja. Das muss. Aber wer hat eure Insel nochmal angezündet? War das der Alpha-Clan? Nee. Gibt's den? Nee, nicht, dass ich wüsste. Die gibt's ja. Alpha-Schein ist gerade alleine unterwegs. Den jag ich aber auch. Okay. Wen gibt's denn sonst noch so? Hilf, ich bin entführt. Ich glaube, die Paulberger Ritter. Paulberger Ritter. Oh. Ja, mit Paulberger Ritter steh ich gut. Ja, ich auch. Easy. Ryan! Wir machen eine Menschenpyramide. Ja. Wieso steigt ihr denn alle? Geht das? Leute, ich bin hier. Ich muss das automatisch ab. Ich wäre bereit, Leute. Ach so. Amir, hier. Oh Mann. Ein Steak des Friedens. Dann hier ein Steak zurück. Oh, ich dachte, du gibst mir dasselbe einfach wieder. Nee, ich habe selber auch viele. Ich habe sehr viele. Okay. Wir sind da. Okay. Es Jungs, wird dunkel, ich muss nach Hause, meine Mama will, dass ich zurückkomme, tschüss. Okay, ich wünsche euch was, ciao. Ey, warte, Ryan, komm mal mit. Jo. Aufpassen, dass wir nicht hinterherlaufen, Leute. Chaosflo war hier. Oh. Bin mal gespannt, was die da alle machen, Leute. Egal, ich gehe erstmal wieder zurück zur Geheimbest. Es ist sowieso dunkel, Leute. Bis gleich. So, Freunde, wir waren ja bei Sue und sonstigem. Und Leute, ich angle jetzt ein bisschen, Alter. Ich glaube, Vive ist sogar online gekommen. Ich glaube, ob er ein Geschenk bekommen hat oder nicht, Freunde. Aber ich versuche gerade die ganze Zeit, meinen schönen Reparaturbuch zu angeln. Aber es funktioniert nicht ganz, Freunde. Es dauert so lange, bis da was an... Guck mal, ist angebissen. Ach, super. Aber Leute, guck mal, schnell, inzwischen jetzt geangelt habe. Deswegen ist das so OP. Guck mal, Flamme, Schlag 2, Haltbarkeit 3. Haltbarkeit 3, Stärke 4, Stärke 3, Schlag 1. Gut, das ist komplett Schrott. Das brauchen wir gar nicht zuerst verzaubern. Das können wir wegschmeißen, das braucht keiner. Aber das ist halt so, was man die ganze Zeit angelt, Leute. Ne? Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hier habe ich noch ein paar Dinger. Und ich habe halt Buch, Spreitsprung 3 und Schutz 3. Also auch wieder komplett useless. Aber ich werde das natürlich mit dem Steifstein wegmachen. Dann habe ich ein bisschen EP dazu bekommen. Und guck mal, da angelt wieder was. Und wir haben wieder noch einen Fisch. Gut, wir machen weiter, Freunde. Bis gleich. Ach, Leute. Angeln. Ich habe jetzt auch nicht mehr so krasses bekommen, wie ihr sehen könnt. Nur jetzt nochmal so ein paar Bücher. Moin, moin. Hey! Was geht? Angeln. Seit das Stunden sieht nach einer wieder. Menge Spaß aus, Bro. Ja. Ey, erstmal Kuss. Bro, die Schuhe einfach. Ach so, stimmt. Ja, ich hab die. Guck mal, da hinten sind. Siehst du da hinten, die am Rumchampen sind, die Fische da? Ja, davon sind die, ne? Damit ja, genau. Zwei Stück brauchst du nur von denen. Ich habe gestern einmal, wir standen hier beim Angeln, ich habe einmal gesagt, ey, ich hätte die auch gern. Direkt, Kiste, Geschenk. Kuss, Digi. Kennst du mich doch. Ah, übrigens, Ehre, Mann. Ich habe Ente getroffen.
Ente? Ja, der will sich bei dir entschuldigen. Nee, der war am Rumheulen. Ente und so. Will sich bei mir entschuldigen. Der wurde von den Königskriegern von Sion Stani rausgeschmissen. Ja, besser ist es, Bro. So, wegen der Aktion. Jetzt will er sich bei dir entschuldigen und ich hab mir gedacht, gut, den jetzt wegzukloppen, das wird, der hat auch Diamant, der kann auch gut abhauen. Er hat gesagt, ich hab gesagt, ich könnte ihm Treffen mit dir arrangieren, dann muss er sich bei dir entschuldigen und der würde alles tun. Das heißt, wenn wir ihm eine Falle stellen wollen, kriegen wir das ich auch. Ich wollte gerade sagen, das Falle stellen lieber. Ja, das was für entschuldigen? Bro, der wollte mich aus dem Projekt raushauen. Ja. Und jetzt genossen. Oh, stell mal vor, Ente, wir holen ihn in der Falle und dann ist er der Erste, der aus dem Projekt fliegt. Und wir sind die Ersten, die jemanden aus dem Projekt rauskicken. Das wäre schon krass. Ja, das soll. Das wäre schon sehr. Wir können die Leute in die Kommentare mal schreiben, was sie von der Idee halten. Ja, auf jeden Fall. Bro, was ich noch ansprechen wollte. Guck mal, was machen wir jetzt? Jeder macht gerade irgendwie Bündnis, Mündnis, dies, das. Und du weißt es selber als alter Himmels- und Wasserkrieger. du weißt, was die ganzen Leute wollen, Bro. Also ich sag dir ehrlich, Max hat mich schon gefragt, ob ich joinen will. Ich glaube, Sue hat so ein bisschen Andeutung gemacht. Banks will sich mit mir treffen und reden. Also wir sind gefragt okay. Im Markt. Ey, Banks hat mir sogar auch mal geschrieben. Ah. Aber Bro, ich weiß halt nicht, ne, ob wir da irgendwo hingehen sollen oder ob wir was Eigenes machen sollen. Ja, das ist guck mal, ich sag dir sogar eine Sache. Bro, normalerweise, guck mal, wir machen immer alles zu zweit, ne? Weißt du selber. Ja. Aber wirklich in der ganzen Anfangszeit hat mir Rhiney echt richtig viel geholfen. Wenn ich Beef hatte, wenn egal was, Rhiney war immer an meiner Seite. Ich sag dir ganz ehrlich, oder ich glaube, Rhiney ist aktuell auch noch nirgends. Nee. Vielleicht starten wir sogar einfach dieses Mal was zu dritt einfach. Sagst du so ein, dann was Neues, ne? Dann was wir komplett Neues. Wir können dann was ganz Neues machen. Oder wir treten direkt als Gruppe irgendwo mit ein. Zum Beispiel zu iCrimex, zu den Rittern oder zu Hasu und so. Bro, bei Stani, ich weiß nicht, Alpha war bei denen und so. Ja, ich hab von Sue immer noch nichts gehört. Also ich fand's ganz komisch, aber... Wobei er sich für dich eingesetzt hat, ne? Die sind ja rausgeflogen, weil sie dich festgenommen hat. Und weil Sue wohl Bescheid, Alpha gesagt hat, dass er darf sich nicht bei dir rächen oder irgendwas mit dir machen. Ach krass, okay, das hat mir bis jetzt noch niemand gesagt. Ah, okay, deswegen war ich bei ihm gewesen, hab mich bei ihm bedankt dafür. Aber dann redet du noch mal mit dem. Ich muss mal abchecken mit Sue. Ja, aber generell, Bro, also wir müssen halt irgendwas finden. Das Ding ist, das Projekt, Freunde, es läuft jetzt schon eine gewisse Zeit. Die Leute haben Rüstung und so, zwar nicht so krass wie wir. Ja, Grüße. Aber, nein, Spaß beiseite. Aber, Bro, man braucht Verbündete. Ich glaube, um am Anfang zu überleben, Freunde, weil das werden Köpfe rollen. Das ist einfach Fakt. Wir haben hier ein PvP-Projekt und es muss gekämpft werden. Und deswegen ist sehr, sehr wichtig, dass wir gute und starke Verbündete haben. Ja, das stimmt. Deswegen, plus, du siehst ja, ne? Sio wurde ja von 3 Leuten angegriffen. Bro, ja, Stimmen von Dr. Banks und so, ja, ne? Ja, Dr. Banks, Chaos Flo und... Chaos Flo mit seiner Armbrust, die ein Herzschaden macht. Ja, stimmt. Das soll ja dieser... Ja, das klappt nur, wenn die anderen keine Verzauberung haben. Dann ist sie gut, aber sonst bringt das nichts. Ja, und Rustik war auch dabei. Am Anfang ist sie wirklich stark. Also Silberrüstung, die Stars ohne krasse Sachen ist strong. Ja, aber Bro, ey, Junge, es ist wirklich schwer, ne, was wir machen. Ja. Ich würde sagen, lass uns das besprechen, aber noch im Geheimen. Ja, okay. Noch im Geheimen, ob wir jetzt jemanden joinen oder ob wir was Eigenes gründen. So auf gute alte Freunde, Zeiten. Freunde, schreibt generell alle Zuschauer, schreibt mal in die Kommentare, sollen wir was Eigenes gründen, wie damals Wasserkrieger oder Himmelkrieger, oder sollen wir uns irgendwem anschließen? Die Option besteht natürlich auch. Ich weiß, dass Leute bei mir reingeschrieben haben. Wir sollen die Heldenkrieger gründen. Bro, was für Heldenkrieger? Wegen Minecraft-Projekt Helden und dass wir die Heldenkrieger jetzt sind. Oha. Aber ich sag dir ehrlich, irgendwie so Lava oder Eis oder irgendwie sowas wäre krasser, Bro. Ja. So ein geiler Wasser, Name. Guck mal, ich weiß, viele Leute haben sich auch gehofft, dass wir die Wasserkrieger wieder machen, aber wir sind so, wir haben ein Projekt, eine Gruppe und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ganz kurz, da müssen wir auch einmal mit Banks quatschen. Bro, ich die ganze Zeit, guck auf sein Video, Toilettenkrieger und so. Bro, es gibt Wasserkrieger in diesem Projekt. Ich hab den nicht einmal getroffen, ich hab den einmal was mit ihm gehabt oder so. Elina war auch bei mir, die hab ich ganz nach Wasserkriegern ausgefragt. Bro, wir sind keine Wasserkrieger, warum checken Vorbei! Die das nicht? Ist Geschichte! Eieiei, okay. Ja, müssen mal gucken. Ja, egal, ich wollte ja eben mit Banks mal quatschen, vielleicht reden wir generell mal mit dem, aber ich glaube, wir haben ja kein Beef mit dem, deswegen... Ja, ich sag dir mal, aber nein, mal, so, also jetzt mal, guck mal, ganz kurzes Ding, ja? Ich finde das frech, was beleidigt er uns die ganze Zeit? Wir haben ihm weder was angetan, noch irgendwas... Wir haben ihm früher sogar nur geholfen, bis der uns da irgendwie zu unsere Base da verunstaltet hat. Er war Himmelskrieger! Ja, was... Er hat doch bei diesem Kampf gegen diese Himmelskrieger aber YouTuber sein Einzige geholfen. Ja, und Himmelskrieger. Wir haben dem YouTuber zweimal dem doch direkt geholfen, auszurüsten und gegen Alphastein zu kämpfen und so. Ja. Ja, lass mal mit dem quatschen. Muss man auch, sag dir ehrlich, aber ich bin aber nicht froh darüber.
Ja. Ich sag dir ehrlich, so mal irgendwo beitreten wäre auch mal krass, aber ich werde schon fühlen, würden wir wieder irgendwas groß aufziehen. Irgendwas. Na, lass uns darüber sprechen. Lass die Leute mal in die Kommentare schreiben und dann kommt vielleicht bald die Entscheidung, was hier, wie die Zukunft von den Minecraft-Helden aussehen wird, weil ich sag dir so oder so, wir werden das dominieren! Ja, okay, machen wir. Digga, ja, easy. Bro, weißt du, wen ich gerade das erste Mal gesehen habe noch? Wen? Denergy. Ah, den habe ich gestern das erste Mal gesehen, die Gurke. Er heißt jetzt in Minecraft Denergy HD. Weil, Wife HD. Aber weißt du, was lustig ist? Weißt, guck mal, warte, ja, guck mal. Oh, da passiert also. Weißt du was? Ich bin am, guck mal, ich farm gerade Äpfel für Goldäpfel für uns. Digga, er kommt die ganze Zeit hier. Macht TNT hinter mich. Die ganze Zeit. Hast du, okay, habe ich. Oh, mit Glück hast du schon. Ja, ich meine, mit Glück gemacht. Wollte ich gerade noch machen gehen. Ja, okay, kurz. Ja, kannst du machen. Das Lustige ist, weißt du, wie der ganze Zeit genannt wird von Sion Stani? Wie denn? Gurkensohn. Dieser Junge hat einen Gurkenskin auch. Ja, sein Spitzname ist Gurkensohn. Ey, super lost. Okay. Cool. Ja, easy. Ich gehe nochmal kurz rüber zu den Bäumen. Ich mache noch ein bisschen weiter wegen Äpfel. Ja. Und dann. Aber pass auf mit den Biomen, ne? Weil das ist ja eine Custom-Map. Das heißt, die droppen gar keine Äpfel teilweise. Also ja, das Wichtige, wo Eichenholz ist. Genau, wenn wir einen Zeppling kriegen, also Zepplinge wäre sehr wichtig. Wenn wir das kriegen, ist GG. Ich habe schon viele, Bro. Ich habe schon, glaube ich, 24. Ja, sehr gut. Gas. Alles klar. Okay, dann, sehen uns, Bro. Tschüss. Rein. Wenn irgendwas ist, schreib, ja. Ja, same, ich bin am Angeln. Tschüss. Ciao. Also, Leute, das war's gewesen mit der Folge. Wir haben uns auch mit Avive unterhalten. Schreibt mal gerne in die Kommentare, in welches Team sollen wir oder sollen wir was Eigenes gründen. Ich bin gespannt, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo, aber eins könnt ihr gewiss sein. Army und der Wife halten zusammen. Tschüss.